Hier im Dorf Kunow ist Nelson Mandela aufgewachsen. Vor dem Haus, in dem er lebte, legen die Nachbarn Blumen nieder. Immer wieder sagte er nach seiner Freilassung, hier habe er die glücklichste Zeit seiner Kindheit verbracht, hier möchte er seine letzte Ruhe finden. Am 15. Dezember wird er in dem Ort in der östlichen Kapprovinz zu Grabe getragen. Ein alter Mann spricht aus, was hier alle denken. Er hat für uns gearbeitet. Seit der gestern von Staatspräsident Zuma verkündeten Entscheidung ist auch ein böser Familienstreit ausgeräumt. Einer von Mandelas Enkeln ist Dorfvorsteher in dessen Geburtsort. Er wollte den Großvater dort beerdigen.